Hi Leute, ich bin zurück mit einem neuen Video. Und zwar habe ich wieder eine ganze Kiste voll Hot New Make-up. Yes. Und ja. Genau. So, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe super viel und ich muss gucken. Okay. Okay, ich fange mit den Augen an, habe ich so jetzt entschieden. Ich habe nicht so viele Augenprodukte, eigentlich nur eine Lidschattenpalette und der Rest sind so eher Eyeshadow Sticks oder Liquid Eyeshadow. Und ich dachte, dass ich jetzt versuche, daraus was zu kreieren. Und zwar habe ich von Laura Mercier bekommen, diese Laura Mercier Caviar Stick Eye Color. Das sind diese hier und ja, sehen eigentlich so aus. Also ich habe von denen schon eine Farbe, so ein Grau, was ich total liebe und ich benutze das sehr, sehr gerne als Lidschatten. Base, um Farben noch krasser rauszuholen. Und ich sehe das bei immer mehr Make-up-Artists, das hatte ich jetzt schon öfter in meinen Videos gesagt, dass ich das total cool finde. Das macht einfach nochmal so einen krasseren Effekt. Und ich bin jetzt total auf dem Trip. Und ich habe sogar schon einen benutzt mit meiner Hattie J. Schmidt Labs Day Palette. Und zwar die Farbe Sienna. Das ist dieses hier. Das ist so ein eigentlich so ein schöner Kupferton. Die sind super smooth, super krass pigmentiert. Also theoretisch könnte man das auch solo tragen und dann halt so ein bisschen ausblenden. Ich benutze das total gern als Lidschattenbase. Genau, also das sind diese Caviar Sticks. Und jetzt gibt es die halt in 12 neuen Farben und kostet 31 Euro. So steht das auf der Karte und das sind die ganzen Farben. Die sind jetzt alle metallisch. Die haben also alle Schimmer. Okay. Wir können uns darauf einstellen, dass dieses Video sehr lang wird. Bist ja bekannt für deine kurzen Videos. So was ähnliches habe ich auch von e.l.f. Cosmetics. Und zwar sind es diese No Budge Shadow Sticks. Die sehen so aus. Das wäre jetzt eine Farbe. Ich finde es so irritierend. Das außen sieht nicht so aus wie das. Das wären jetzt zum Beispiel die von e.l.f. Aber ich merke, dass die von Laura Mercier viel smoother sind und mit einem Swipe schon super deckend. Oder ich denke, dass das eine günstige Alternative dazu wäre. Dann habe ich hier noch so 4 Liquid Eyeshadows von e.l.f. in 4 Farben. 4 neue Farben. Und dann habe ich von Love das Ding hier zugeschickt bekommen. Und zwar ist es Tush It Real Good. Das ist so eine Kooperation mit Love und Tush gewesen. Ich glaube, dieses Tush Magazine. Und hier sind dann so 4 Farben, 9 Farben in so einer Tube. Genau, und ich dachte, das kann ich noch benutzen. Und dann habe ich noch bekommen von Too Faced Pumpkin Spice die Palette. Das ist diese hier. Also ich hatte immer wieder diese Too Faced Paletten. Aber ich habe die irgendwann alle verschenkt, weil ich die eigentlich gar nicht so benutze. Also irgendwie ist das nicht so ganz mein Vibe bei diesen Paletten. Genau, aber eigentlich sind die immer total süß. So, vor allem die finde ich richtig niedlich. Was? Schminke ich? So, fange ich an mit einem Lidschattenprimer. Dieser hier ist jetzt von e.l.f. der Putty Eye Primer. Das ist dieser hier. Ich weiß nicht, hatte ich den letztens mal schon? Nee, neben Putty nicht, ne? Es war ein anderer. Aber da haben schon viele von euch geschrieben, dass der nicht so gut ist. Beziehungsweise, dass der so schnell ausgetrocknet ist. Guck mal, also der hat so, ist ein bisschen beige. Jetzt fühlt sich wie gar nichts an. Hä, hier passiert gar nichts. Ist das ausgetrocknet? Ich glaube, meins ist schon ausgetrocknet. Oder so was noch nicht. Ja, das ist steinhart. Also, ja, ein bisschen kann ich abtragen, aber es passiert halt nichts. Ich habe hier noch eine andere Farbe. Vielleicht ist die nicht ausgetrocknet. Naja, okay. Der ist noch, der geht noch. Guckt. Ganz anders. Ja, dann ist der schon... Okay. Fail number one. Dann nehmen wir den Putty Eye Primer. Und zwar, der ein bisschen rosaner ist. Das erinnert mich so ein bisschen an MAC Paint Pot in... nicht Soft Ochre. Das wäre Soft Ochre gewesen. Und in Painterly, genau. Der hat ja auch so einen leichten rosa Stich. Man kann gleich sehen, ja. Okay, der funktioniert. Ja, das geht ziemlich gut. Konnte ich sehr schnell auftragen. Super soft auf der Haut. Hat auch schön meine Äderchen abgedeckt. Das mag ich ja persönlich immer gerne. Gehe ich hier nochmal so mit meinem Finger drüber. Das hat es auf jeden Fall richtig schön ebenmäßig gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ich muss mal überlegen, was ich schminke. Ich würde sagen, ich fange einmal hier mit diesem an. Und zwar ist es... Achso, das ist Gold. Puh, krasses Gold.
Okay, das ist nicht das, was ich möchte. Okay, ich nehme jetzt die Too Faced Pumpkin Spice Palette und gehe in die Farbe Ginger Spice. Das ist so ein schönes, sattes Orangebraun eigentlich schon. Und die Farbe presse ich so auf mein Lid. Die Farbe ist richtig schön. Das hat richtig gut geklappt. Super schnell. Ich baue die Farbe Stück für Stück auf. Dann gehe ich in die Farbe Pumpkin Spice. Das ist dieser Ton hier. Also wie so ein Gelb-Orange. Und damit blende ich jetzt einfach Ginger Spice aus. Die Palette, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also eigentlich wissen das ja super viele, aber die Too Faced Paletten riechen immer nach Schokolade oder so. Wir haben so diese Chocolate Paletten. Und die riecht jetzt so nach Gewürzen. Das nach Pumpkin. Ich weiß nicht, wie Pumpkin riecht. Aber wahrscheinlich soll es danach riechen. Ist auch eine richtig schöne Farbe. Und damit bin ich jetzt nicht so ordentlich, sondern verteile die Farbe so großflächig. Dann nehme ich nochmal Ginger Spice und intensiviere die Farbe noch einmal. Beim Ausblenden geht immer so ein bisschen Intensität verloren. Und baue das einfach nochmal kurz auf. Ich kann dann gleich den Unterschied auch erkennen. Sehr schön. Ich wollte eigentlich so ein bisschen unter meine Augenbraue highlighten, aber ich habe gar keine Farbe dafür. Die einzige helle Farbe, die sich dafür eignen würde, wäre jetzt dieser Ton hier. Aber der ist matt. Und dieser hier Rosé Pearly Cream Eyeshadow von Tush, der hat mir einen zu krassen Effekt. Also das wäre mir einfach zu krass. Das ist halt so Full Pigment. Eigentlich richtig cool, aber ich wüsste für mich persönlich jetzt für den Alltagsgebrauch nicht ganz genau so, wie ich das so nutzen könnte. Ich finde das mehr so richtig Make-up-Artist-mäßig, so Editorial-Shoots und so. Okay, ich versuche es einfach mal mit diesem hier. Das ist der Laura Mercier KVS Stick Eye Color in der Farbe Pearl. Und die Farbe gebe ich mir mal so ganz leicht unter meine Augenbraue. Das hat super gut geklappt. Also man braucht nur ganz wenig. Ich nehme jetzt auch einen sauberen Pinsel, um das ein bisschen auszublenden. Schön. Schön. Theoretisch könnte man jetzt einfach sich die Wimpern tauschen, dann hätte man so einen schönen Alltagslook. Okay, das war doch schon mal gut. Ich werde auf jeden Fall jetzt so ein bisschen hin und her springen. Ich mache jetzt erstmal mit den Augenbrauen weiter. Und da gibt es ein sehr spannendes Produkt. Und zwar von Huda Beauty Bomb Brows Micro Shade Brow Pencil. Die sehen so aus. Ein ziemlich cooles Packaging. Und wir haben auf der einen Seite ein Spoolie, was ich sehr cool finde. Und auf der anderen Seite einen super feinen Augenbrauenstift. Und zwar haben die das so beworben, dass die Spitze so fein ist, wie eigentlich von so einer Sicherheitsnadel. Und das ist wirklich ultra fein. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das ist schon echt. Also alle Mikropencil, die wir kennen, das ist noch nix. Also der von Benefit war ja schon immer so der kleine so, ne? Aber hier kann man einen deutlichen Unterschied sehen. Der von Huda Beauty ist auf jeden Fall noch feiner. Okay, ich habe 3 Farben zugeschickt bekommen. Bin ich mal gespannt. Ich werde die einfach mal swatchen. Komische Farben haben die mir geschickt. Denkt mir auch so. Die Stifte gibt es in 8 Farben und hat einen 0,9 mm Tipp. Ich habe hier einmal Medium Brown 5. Also der Stift ist richtig schön hart. Man kann damit wirklich unfassbar feine Linien zeichnen. Direkt abgebrochen. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, die Farben, die sie mir geschickt haben, krass strange irgendwie. Das ist Medium Brown. Das ist noch zu hell auf jeden Fall. Und dann habe ich noch die Farbe Neutral Blonde. Das ist das hier in der Mitte. Und die andere Farbe ist Caramel Blonde. Das ist auf jeden Fall ein bisschen wärmer. Ja, also ich kann ja nur das nehmen, die 2 blonden Töne. Ich bin ja nicht blond. Okay, ich bin gespannt, wie das Ganze sein wird. Dann fangen wir mal an. Von der Farbabgabe her und von dem Zeichnen ist es genau mein Taste. Das gibt eigentlich weniger Farbe ab und die Mine ist schön hart. So mag ich das persönlich am allerliebsten, weil dann kann ich selber entscheiden, wie viel Farbe ich überhaupt haben möchte. Ich kann aufbauen. Ich hasse Stifte, die so mit einem Schlag einfach zu viel Farbe abgeben oder die zu cremig, wachsig, weich sind. Das Ding spricht mich auf jeden Fall an. Jetzt gucken wir mal, ob ich auch so Härchen nachgezeichnet bekomme. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das jetzt nicht ganz meine Farbe ist, also dass es zu hell ist, aber es verschwindet in meinen Augenbrauen so sehr, dass ich eigentlich kaum sehe, ob ich einfach nur Farbe auftrage oder ob ich wirklich feine Linien zeichnen kann. Ich habe das Gefühl nicht, also nicht so ganz. Ich kann nicht ganz so Linien zeichnen, muss ich sagen. Sondern eigentlich auffüllen, wie mit jedem anderen Augenbrauenstift auf.
auch, nur dass der halt noch feiner ist. Ich glaube, dieser Stift eignet sich für Leute, die vielleicht nicht so krass aufgefüllte Augenbrauen haben, sondern ein bisschen weniger, und dann, dass man da wirklich diese Linien zeichnen kann. Was bei meinen Augenbrauen extrem gut funktioniert, ist, ich habe das gerade nicht hier, von Lime Crime zum Beispiel, das hat eher so wie Pinselhaare. Damit kann ich bei meiner Augenbrauendichte richtige Härchen nachzeichnen. Das ist so krass. Und das kann ich bei dem jetzt nicht. Das ist für mich einfach nur auffüllen mit dem Stift, nur dass die Mine noch feiner ist. Ja, ansonsten finde ich den Stift echt gut. Muss ich sagen, ich mag, dass er, wie gesagt, so super wenig Farbe abgibt und ich selber entscheiden kann, wie ich meine Härchen haben möchte. Ja, diese Härte mag ich auch total gerne. Ich hatte euch ja den Augenbrauenstift geswatcht und ich habe es versucht, mit so einem Babywipe abzumachen. Also man muss schon ein bisschen abrubbeln, was ich voll cool finde. Und hier steht auch, dass es einen 24-Stunden-Halt hat. Smudge-proof, waterproof, fade-proof, pillow-proof. Also ja, ich glaube, das wird schon lange halten, weil es ging eben ein bisschen schwieriger ab. Voll gut. Okay, habe ich gesagt, dass wir mit der Haut weitermachen? Nein. Okay, dann machen wir da jetzt erstmal weiter. So, Skincare. Da habe ich ein richtig cooles Produkt von Guerlain bekommen. Und zwar dieses IR Repair Serum. Das ist das hier. Das Packaging ist schon mal total cool. Ich habe das einmal auf meinen Handrücken gepackt und war so, oh mein Gott, obsessed. Also das Serum ist ab dem 15. Februar 2021 erhältlich. Ja, das ist halt so ein Under-Eye-Serum. Also mit wissenschaftlicher Forschung über die Reparaturmechanismen der Haut. Eine heilende Wirkung von Honig. Also, es hat auch so einen Gold-Dropper. Halt voll spannend. Man könnte es jetzt so direkt unter das Auge packen. Das mache ich mal nicht. Ich tropfe mir das einfach so ein bisschen auf meinen Handrücken. Und nehme mir das einfach von hier ab. Und packe mir das so unter mein Auge. Oh yeah. Also man braucht auf jeden Fall viel weniger. Ich habe viel zu viel genommen. Die Konsistenz ist flüssig und so leicht milchig, würde ich sagen. Und den Effekt könnt ihr auf meiner Haut sehen. Also es fühlt sich auf jeden Fall richtig reichhaltig an. Und ich massiere das jetzt so richtig unter mein Auge. Also die Haut hier fühlt sich jetzt schon so richtig krass gepflegt und richtig frisch an. Oh, dieses Massieren. Es ist auf jeden Fall stark parfümiert, aber das ist für mich persönlich ein angenehmer Geruch. Ich würde sogar mehr feiern, wenn die das nicht so parfümieren würden, aber Guerlain, ich weiß nicht, ob ihr die Produkte kennt, die haben zum Beispiel einen super berühmten Bronzer und das ist halt richtig krass parfümiert. Also es braucht einen kleinen Moment, um einzuziehen, aber jetzt wird es fester, wie ihr sehen könnt. Jetzt geht es nicht mehr so leicht. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Also es hinterlässt einen tollen Effekt, also natürlich sehr, sehr shiny. Ich mag das total gerne. Ich würde es jetzt auch so auftragen und einfach rausgehen. Ja, so jetzt First Impression hat es mir sehr gut gefallen. Also das Fläschchen, das ist auch aus Glas und ich denke, dass ich das hier und da auf jeden Fall weiter benutzen werde. Okay, weiter geht's. Da habe ich von Charlotte Tilbury das Magic Serum Crystal Elixir. Das reduziert Fältchen, ja, halt ein bisschen tighter, lifted, hydrated, also soll halt auch eben Feuchtigkeit spenden, Fältchen auffüllen. Das ist das hier, kommt auch in einem Glasfläschchen. Das hier ist noch milchiger, aber auch gleich flüssig. Ist auch parfümiert, riecht ein bisschen mehr nach Kräutern, aber auch ein angenehmer Duft. Und das massiere ich richtig schön in meine Haut ein. Boah, ich habe gleich einen krassen Effekt. Ich habe auf jeden Fall sofort instant so einen Glow-Effekt. Und meine Haut fühlt sich richtig gut vorbereitet an. So auf Foundation und so. Also ich habe das Gefühl, boah, ich kann jetzt richtig loslegen. Und das mit einem Produkt sozusagen. Also ich würde das auf jeden Fall nicht in meine Hautpflegeroutine mit einbauen. Das wäre für mich so ein Step vor der Foundation, ne? Also dass ich das jetzt schon mal so klar sage. Ich habe hier noch auch aus dieser Magic-Reihe ein Lip Oil. Auch aus dieser Crystal Elixir-Reihe. Oh, mit so einem Roller. Krass. Kommt hier was oder was ist das hier? Oh. Schmeckt so ein bisschen nach Vanille. Okay, ein Lip Conditioner by Day und ein Lip Mask by Night. Also bei mir der ultimative Lippenhelfer ist das Eucerin Aquaphor. Alles andere ist Spielzeug für mich. Also ich neige leider zu sehr trockenen Lippen, obwohl ich viel trinke am Tag. Aber das ist so das Einzige, was meine kaputten Lippen irgendwie ganz macht. Aber das fühlt sich gut an. Also ich könnte jetzt so ready to go. Ich habe noch 3 weitere Foundations, aber boah, ich weiß nicht. Ja, ist schwierig. Foundations habe ich schon einige bekommen und auch was gekauft. Also was ich völlig verdrängt habe, was ich gekauft habe und einfach in die Kiste gelegt habe, ist von Yves Saint Laurent das Touche Eclat. Oder dieser Touche Eclat, diese Foundation. Das war unter den Neuheiten bei Douglas.
vor ein paar Wochen oder so schon. Das werde ich heute nicht benutzen. Dann habe ich von Huda Beauty die 4 Filter Foundation, aber diese unparfümierte und überarbeitete Version. Das packe ich hier jetzt auch nicht mit rein. Ich glaube, ich muss das mal in einem anderen Video nochmal verpacken. Aber das Gute ist, das ist keine Foundation. Was heißt, ich kann jetzt noch eine andere Foundation benutzen. Yay! Und dann habe ich von Guerlain dieses L'Essentiel, diese Foundation. Und das ist nochmal eine andere Art davon. Ich glaube, ja, die haben das auch nochmal überarbeitet oder eine weitere Version von dieser Foundation. Da muss ich auch nochmal nachschauen. Das nehme ich jetzt auch nicht rein, weil ich nämlich was anderes nehmen möchte. Ich fange jetzt erstmal mit anderen Produkten an. Und zwar mache ich weiter mit Dior. Dior Forever Skin Veil hat einen Lichtschutzfaktor von 20. Das ist eine intensiv pflegende Make-up-Basis von der neuen Generation. Die Formel enthält einen Extrakt des wilden Stiefmütterchens und spendet der Haut 7-mal mehr Feuchtigkeit. Genau, okay. Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kommt in der Tube und hat klassische 30 Milliliter. Nach dem Produkt haben mich super viele gefragt, als das ja veröffentlicht wurde. Da kamen gleich die ersten Fragen. Das sieht so aus. Es ist sehr, also es läuft nicht runter und hat fast so meine Hautfarbe, vielleicht ein bisschen mehr peachy. Hat den klassischen Dior-Duft. Es fühlt sich sehr interessant an. Sehr pflegend, muss ich wirklich sagen. Weniger, dass ich, ja, so eine Mischung aus Pflege und Silikon. Ich habe jetzt natürlich einen guten Mix so auf der Haut. Also es geht ja auch eher so um First Impression. Was ist mein Gefühl? Was ist das Produkt? Beim Verteilen fühlt es sich ein bisschen leicht sandig an. Das könnte natürlich auch am Lichtschutzfaktor liegen. Es hat einen Lichtschutzfaktor von 20. Theoretisch könnte man es auch alleine tragen. Also das Gefühl ist extrem gut auf der Haut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay, und zu diesem Primer gibt es eine neue Cushion. Was ist das? Lustig. Ich lache mich Schrott. Ich dachte, das wäre eine Foundation. Okay, also Dior Forever Cushion Powder ist ein loses Puder, der das Make-up fixiert und die Haut einen zarten, samtigen Schleier hüllt. Besonderer Clou, der Puder hat einen Wassergehalt von 25% und hinterlässt auf der Haut ein einzigartiges Gefühl. Frische Gefühl. Jo, wisst ihr Bescheid. Also, seid ihr ready für das Packaging? Luxus pur. Luxus pur. Also es ist richtig nice. Das ist wie so eine Ledertasche. Das Packaging ist so nice. Kommt mit einem Spiegel. Ihr habt hier so ein Powderpack. Und eigentlich wie, ja, ihr wisst schon. Krass. Also ihr habt direkt Produkt. Wirklich wie so Cushion. Das ist ja irre, das Zeug. Wahnsinn. Also das ist jetzt die Farbe Light. Und jetzt habe ich hier noch Lavendel. So leicht rosa. Könnt ihr das sehen? Wie schön. Schön. Ich glaube, es ist leicht parfümiert, aber ich habe gerade so viel Duft im Gesicht von allem, dass ich gerade nur noch mein eigenes Gesicht rieche. Vielleicht checke ich das noch. Aber das Gute ist, das ist keine Foundation. Was heißt, ich kann jetzt noch eine andere Foundation benutzen. Yay! Auf jeden Fall habe ich mir gekauft von Chantecaille Future Skin Cushion Skincare Foundation. Also Chantecaille ist so teuer. So teuer. Da kostet eine CC BB Cream so 70 Euro. Und ich habe diese BB Cream. Ich habe das auch mal in einem Video benutzt. Die ist total toll. Das ist sehr so Luxus, sehr pflegend. Sehr simple und einfache Produkte. Kein Schnickschnack, aber die sind so Packaging Goals und so, wie die ihre Lidschatten machen. Total klasse. Bei Chantecaille ist es so, ich weiß nicht, ob es bei allen Produkten ist, aber das ist sehr so mit vielen Tiermotiven. So Schmetterlinge, Tiger, Elefanten, Schlangen. Und bei dem Kauf werden, ich weiß nicht, ob die eine Tierschutzorganisation unterstützen. Also mit dem Kauf tut man sozusagen auch was Gutes. A fresh water-based skincare foundation formula that blurs imperfections and infuses the skin with ingredients with powerful anti-aging and anti-pollution benefits while leaving and looking flawless. Ah ja, das ist auch auffüllbar. Das heißt, wenn ich das Produkt aufgebraucht habe, kann ich mir das nochmal auffüllen, was ich sehr gut finde. Hier ist dann so ein Infokärtchen. Ah, es geht zum Sheldrick Wildlife Trust. Also das Ganze ist in Kenia. Also eigentlich ein ziemlich cooles Konzept. Das ist das Packaging. Also Chantecaille hat wirklich super luxuriöses Packaging. Das ist die Foundation. Ich habe die Farbe Alabaster. Und ich habe noch ein, also in dem Packaging ist sozusagen noch ein Auffüll. Produkt drin, was ich voll gut finde, weil das Ding ist extrem teuer. Und ich überlege gerade, wie ich die Foundation auftrage. Also ich mag das eigentlich nicht so gerne mit sowas, obwohl das immer ein richtig krasses Finish macht. Aber ich komme nicht so gut so, oh, ich weiß nicht,
mach das mal lieber gerne mit dem Pinsel. Ich versuch's mal so, okay? Boah, meine Haut sieht so krass aus mit den Produkten gerade. Ich könnte einfach so rausgehen und es wäre so, hat sie schon Foundation drauf und ich habe noch nichts drauf. Boah, das ist so kalt. Krass, es fühlt sich an wie Wasser. Als würde ich mir mit einem nassen Lappen gerade durchs Gesicht gehen. Voll nice. Ich krieg gleich einen krassen Effekt. Könnt ihr das sehen? Ich habe super wenig Produkt drauf, aber guck mal, was für ein tolles Ergebnis ich schon habe. Wahnsinn. Es fühlt sich so irre pflegend an. So irre pflegend, aber nicht so schwer. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so wirklich wie Wasser. Hammer. Ich bin gerade richtig begeistert. Ich bin total begeistert von dieser Foundation. Wie schön pflegend die ist. Wie frisch sie sich auf der Haut anfühlt. Ich bin begeistert. Die Deckkraft ist total toll. Ist natürlich eine leichtere Deckkraft. Aber so dieses Zusammenspiel irgendwie mit, ich weiß nicht, alles ist das ist gerade total traumhaft schön. Ich bin ja auch total begeistert von dieser BB-Cream von denen. Preise sind natürlich wirklich deftig. Aber weil mir diese BB-Cream so gut gefallen hat, dachte ich, boah, das ist halt neu von denen. Dachte ich so, ja, das möchte ich irgendwie schon mal ausprobieren. Und ich bereue es keine Sekunde. Es hat jetzt mit diesem einfachen Puff hier auch sehr, sehr gut funktioniert. Guckt euch das Hautbild an. Es ist meine Haut, nur noch ein bisschen besser. Großartig. Und das Produkt ist unparfümiert, was ich total feier. Also hier habe ich schon so wow. Also bis jetzt bin ich total happy mit den Produkten. Also vor allem so dieses Guerlain-Ding fand ich richtig nice. Das Dior-Zeug ist super. Die Foundation, aber dieses Serum von Charlotte Tilbury auch. Ich würde sagen, ich denke, ich füge jetzt die Huda Beauty Foundation dazu. Huda Beauty Farben passen bei mir nie. Also ich muss eigentlich immer mischen und selbst dann ist es immer so, ja, nicht ganz. Diese Four-Filter Foundation, die ist überarbeitet, hat eine etwas, hat eine überarbeitete Formulierung und ist jetzt unparfümiert, weil die erste Foundation, die erste Four-Filter Foundation, die sie rausgebracht hat, war so extrem parfümiert. Das war nicht normal. Also dagegen sind diese ganzen High-End-Duftmarken ein Furz im Wind gewesen zu dem, was sie hier reingeballert hat. Und als sie dann gesagt hat, ja, ich habe euch gehört, der Duft ist jetzt raus, waren alle so, oh mein Gott. Und ich bin sehr gespannt. Ich mochte die Foundation überhaupt nicht. Sie war zu krass stark deckend. Also sie war sehr maskenhaft bei meiner Haut, hat jede Struktur hervorgehoben. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. War auf jeden Fall nicht meine Favorite. Also überhaupt nicht. Ich mochte sie gar nicht. Okay, fangen wir an. Ich habe drei Farben. Und zwar 150G. Das ist das hier, was sehr, sehr gelb ist für mich. Dann habe ich die Farbe 200B. Das ist die Farbe in der Mitte. Ist ein bisschen neutraler, könnte man sagen. Und dann habe ich noch 250G und das ist definitiv zu dunkel. Also ich könnte eine Mischung vielleicht aus diesen zwei Farben nehmen. Muss ich jetzt mal ausprobieren. Sehr, sehr cremig, sehr dick auf jeden Fall. Man sieht hier schon die heftige Deckkraft so. Ich habe jetzt auch wirklich nur einen Mini-Pump genommen von beiden Farben. Das ist unparfümiert, Leute. Mochtet ihr die Foundation damals von Huda Beauty? Boah, guck mal, wie fest das ist. Ich muss das richtig reinarbeiten. Boah, heftig. Meine Haut so. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal mit einem Schwamm drüber und die Foundation gut einarbeiten. Und sie auch nochmal ein bisschen ausblenden, weil mit dem Pinsel ist es sehr, dass ich schon krass in meine Haut ziehen muss. Das mag ich nicht so, weil die halt ein bisschen fester ist. Also ich glaube, dass die Foundation für Leute mit öliger Haut sehr, sehr gut funktionieren würde. Bei trockener Haut, also ich habe hier durch dieses Shining Peel noch ein paar so trockene Stellen und da liegt sie halt komplett drauf. Ich glaube, das könnt ihr nicht so gut sehen, aber ja, hier auf jeden Fall. Hier so ein, zwei Stellen, aber kaum sichtbar. Also hier ist es viel pflegender, viel frischer. Ich glaube, man kann einen guten Unterschied sehen. Die Chantecaille-Seite ist ein bisschen frischer. Glow ist auf jeden Fall noch da und die Seite ist auf jeden Fall, also Glow kommt immer noch durch, aber ein bisschen weniger als hier. Und die Seite hat auf jeden Fall viel, viel mehr Deckkraft. Also vom Weiten finde ich beide Seiten sehr gut. Kommt halt drauf an, was man möchte. Also das wäre halt so, wenn man so Full-Face-Make-up möchte, so richtig Crash-Boom-Bang, viel Deckkraft, dann ist das definitiv die Seite. Und wenn man es halt ein bisschen alltagstauglicher haben möchte, weniger Deckkraft, mehr Frische, mehr Pflege, dann ist das definitiv eher die Seite. Hier passen die Farben halt bei mir überhaupt nicht. Aber ich würde der Foundation auf jeden Fall auch so nochmal eine Chance geben, dass ich sie einfach so nochmal ausprobiere für mich. Aber ich weiß jetzt schon, dass es halt mir einfach zu krass, zu viel in der Foundation, sage ich mal so. Ja, wenn ich so ein bisschen mehr Deckkraft möchte, ich habe ein paar stark deckendere Foundations, die aber ein bisschen mehr pflegen, also die noch ein bisschen cooler auf meiner trockenen Haut sitzen. Es bleibt weiter spannend. Wir haben so coole, spannende Produkte hier. Hammer. Und zwar habe ich mir bestellt von By Terry Hyaluronic Hydra Concealer. Ich mag die
Produkte von By Terry total gerne. Die sind super stark nach Rose. Also die sind, riechen super stark nach Rose. Und diese Hydra-Reihe, die finde ich perfekt für reifere Haut, die Feuchtigkeit und Pflege brauchen. Und als ich gesehen habe, dass sie aus der Reihe einen neuen Concealer haben, musste ich den haben. Und ich habe mir die Farbe 100 Fair gekauft. Ich habe den schon einmal geswatcht und war schon, also auf meinem Handrücken, und es war schon so, oh mein Gott, das ist so nice. Also kommt in so einer Pen-Form. Pack das mal auf die Seite hier. Oh, das fühlt sich schon so nice an, Leute. Das ist so frisch und so leicht. Also man könnte das jetzt natürlich nur mit diesem Pinsel auftragen. Nicht so ganz meins, aber dann nochmal mit einem Schwamm drüber. Eine schöne, leichte Deckkraft. Also man, ich habe einmal raufgedrückt und da kam ein Schwall Produkt raus. Bräuchte gar nicht mal so viel. Ich baue jetzt hier trotzdem nochmal so ein bisschen auf. Es hat eine leichte Deckkraft, würde ich sagen. Man kann es ein bisschen aufbauen. Hinterlässt auf jeden Fall so einen schönen, frischen Look und sieht einfach total toll aus. Also sieht aus wie meine Haut, nur nochmal ein bisschen besser. Ich war beim Swatchen schon total begeistert. Diese Leichtigkeit, diese Frische, voll gut. Das werde ich jetzt die nächsten, ich weiß, das wird jetzt so mein nächster Hyped Concealer. Für die nächste Seite habe ich mir bestellt von The Ordinary den Concealer, und zwar den High Coverage Concealer. In drei Farben, weil ich mir nicht ganz sicher war. Also einmal in 10N, in 11N und in 12N. Dazu mein ganzes Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier oben. So 6 Euro Foundation, und das Video lief richtig Bombe. Ich habe auf Instagram schon gefragt, ob ihr Erfahrungen mit diesem Concealer gemacht habt, weil ich ein bisschen gebraucht habe, um den zu bestellen, warum auch immer. Ich glaube, ja, ich wollte ihn bestellen, aber dann waren die Farben, die ich wollte, ich glaube, eine davon ausverkauft, und dachte ich so, oh nee, jetzt war alles da. Und als ich gefragt habe, waren die Reviews, also die Nachrichten von euch, sehr durcheinander. Also manche mochten es, manche meinten, nee, überhaupt nicht gut. Also das ist die Farbe 10, das in der Mitte ist 1.1 und das ist 1.2. Also ich tendiere zu eine Mischung aus den beiden. Ja, also ich glaube 1.0 könnte schon fast zu hell sein. Dann scheint dieses leicht bläuliche durch und dann kann sowas schnell aschig wirken. Also da sollte man mal auch darauf achten, nicht zu hell mit seinen Concealern zu sein. Ich nehme mal so einen schönen Blenderpinsel, so einen Synthetikpinsel, und nehme mal die Farbe 1.1. Das oxidiert auf jeden Fall, weil ich habe gerade die 1.1 auf 1.1 gemacht und das war viel zu hell. Also es dunkelt auf jeden Fall nach. Ist mir jetzt mal aufgefallen. Wow, das ist ja krass hell. Ich hätte jetzt gedacht, dass 1.1 eigentlich voll gut ist, aber okay. Ja, der Concealer ist auf jeden Fall fester, cremiger. Könnt ihr ja hier schon sehen. Auch eher trocken, auf der trockenen Seite. Ich weiß nicht, habt ihr Erfahrung mit dem, wie heißt denn der Tarte Shape Tape Concealer zum Beispiel? Der ist ja auch so full covered, so richtig fett und dick. Den empfand ich schon als sehr, sehr trocken, aber das ist noch fester. Und das hatten viele geschrieben, dass sie den sehr fest finden, sehr trocken auch. Das ist mir beim Swatchen auch schon aufgefallen. Also ich hatte ihn auch einmal auf meinen Handrücken gepackt. Da war das auch schon so, krass, okay. Beim Ausblenden war es auch nicht so smooth, sondern war so ein bisschen fleckiger. Ich muss sagen, mit diesem Blenderpinsel hat das ganz gut geklappt. Das hat mich so ein bisschen davon abgehalten, zu viel von diesem Produkt zu benutzen, weil das wirklich super deckend ist. Also davon braucht man sehr, sehr wenig. Ihr habt gesehen, 1.1 war sogar bei meiner Haut jetzt ein bisschen heller, wobei die Huda Beauty Foundation eigentlich zu dunkel für mich ist. Hat auch eine schöne Deckkraft. Finde ich. Sieht ein bisschen weniger frisch aus als hier. Also ich mag die Seite ein bisschen mehr als das hier. Ich könnte aber nochmal so mit 1.2 nochmal drüber. Also wenn ihr trockene Augen habt, also so hier unten, dazu neigt man ja auch mal gerne. Dieser Concealer wird es auf jeden Fall hervorheben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also guck mal, wie viel ich schon gepflegt habe und trotzdem kommen trockene Stellen hervor, obwohl ich hier eigentlich gar keine trockenen Stellen habe. Aber der holt halt jede Struktur aus deiner Haut halt raus, dieser Concealer, gebe ich zu. Also ich bin noch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Mir hat der noch nicht so gut gefallen. Also so wie ich es jetzt aufgetragen habe, damit funktioniert es. Aber ich glaube, so mit dem Finger oder direkt mit dem Schwamm rein, weiß ich nicht. Also ich glaube, das wäre echt zu viel. Also ich bin jetzt schon so Pinsel, Schwamm, Pinsel, Schwamm. Ich könnte mir das sogar als, müsste man mal ausprobieren, ob man das sogar eher mit einem, also als Lidschattenprimer nutzen kann. Müsste man ausprobieren. Bei Concealer muss man auch schauen. Nicht immer optimal, aber okay. Okay. Also ich muss sagen, ich finde den By Terry für meine Haut definitiv besser und geeigneter als den von The Ordinary. Ich mag die Foundations definitiv mehr als den Concealer. Hier, das hat mich jetzt noch nicht überzeugt. Okay, das Ganze setten wir jetzt. Ich nehme für unter mein Auge dieses Lavendelpuder von Dior. Ich bin sehr gespannt.
spannend. Also das Ganze kommt ja mit hier so diesem Powderpuff, ne? Aber das ist mir immer zu viel. Alter, was ist das für ein Effekt? Das ist ja so, puh. Also von diesem frische Gefühl merke ich jetzt nichts. Bei dem frische Gefühl dachte ich so, in diesem 25% Wassergehalt, dachte ich so, ah, es ist dieses bisschen wie dieses Becker Aqua Powder. Nee, ist es nicht. Aber wenn man so über die Haut geht, ist es ein sehr feines Puder. Fast schon wie so wachsig, wenn man es so ausblendet. Aber es macht einen richtig krass schönen Effekt unter dem Auge, das muss ich echt sagen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man diesen Lavendelton auf meiner Haut sieht, aber im Gegenteil, man sieht es gar nicht und ich finde die Farbe sogar richtig schön jetzt auch so mit den Konzepten. Also das Puder ist der Shit, muss ich wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Bei dem Puder habe ich ein bisschen Angst wegen der Farbe, das ist jetzt Light und Light ist bei Dior bei mir eigentlich zu dunkel. Yes, ich denke, ich nehme mal ganz wenig und presse ich mir das so ganz soft in meine Haut. Okay, also ich gebe zu, gesettet sieht die Huda Beauty Seite wirklich gruselig aus, gruselig aus. Meine Poren sind so, hey, what's poppin'? Die so, hallo? Und hier sind meine Poren gar nicht hervorgehoben. Ja, hier habe ich noch ein paar trockene Stellen von diesem Shining Peel. Ja, trotz überarbeiteter Version der Huda Beauty Foundation ist es nicht meine Lieblingsfoundation. Ich finde es toll, dass es überarbeitet wurde. Ich finde es cool, dass da kein Parfum mehr drin ist. Aber es ist keine Foundation für meine trockene Haut, definitiv. Ich werde sie aussortieren, ich werde sie nicht benutzen. Ich finde die Chantecaille-Seite definitiv besser und gepflegter. Aber durch das, also das Puder mattiert instant und es gibt mir auch definitiv Farbe. Also ich würde hier mir eine hellere Farbe bestellen, weil Light ist zu dunkel für mich. Macht aber einen tollen Airbrush-Effekt. Also das ist wirklich wahnsinnig, dieses Puder, ohne meine Haut auszutrocknen. Aber es mattiert richtig toll. Ja, und die Stellen, wo meine Haut sich leider noch so löst, das ist halt allgemein nicht so schön. Puder top, Chantecaille top, Huda Beauty für meine trockene Haut nichts. Direkt weitermachen. Und zwar habe ich den Guerlain Terracotta Bronzer. Und zwar in der Farbe 03. Und das ist aber eine überarbeitete Version davon. Die neue Formel der Ikone spiegelt das Bekenntnis des Maison Guerlain zur Natur wider, indem sie neue Grenzen überschreitet und 96% natürliche Inhaltsstoffe verwendet. Ergänzt wird die Formel auch durch marokkanisches Arganöl, das insbesondere für eine pflegende Eigenschaft bekannt ist. Okay, also es gibt 6 Farben von dieser neuen überarbeiteten Version und ist ab dem 1. März erhältlich und kostet um die 49 Euro. Das ist das Packaging von Guerlain und das ist der Bronzer 03. Könnte fast zu dunkel sein und ist unfassbar stark parfümiert. Hat auf jeden Fall Schimmer drin, also das ist kein matter Bronzer. Das ist wie so ein Satin-Finish. Ich meine, das riecht richtig geil. Also so ein Parfum mit dem Duft. Das wäre schon richtig nice. 03 ist schon zu dunkel für mich. Also ich bräuchte entweder die 1 oder 2. Wird es ja wahrscheinlich geben, wenn ich die 3 habe. Ist zu dunkel. Und der Bronzer ist auf jeden Fall sehr warm. Der Bronzer macht auf jeden Fall einen richtig schönen, warmen Effekt. Also so einen bronzy Look. Aber für mich ist die Farbe 03 zu dunkel. Definitiv. Also man sieht es hier, finde ich, extrem krass. Also es gibt ja Leute, die mögen diesen Look. Ich persönlich nicht. Also für mich muss ein Bronzer zwar schon Wärme geben, aber nicht zu krass. Weil ich finde, gerade bei Leuten mit sehr heller Haut, so wie ich, dass es sehr, sehr schnell zu krass ausschaut. Weißt du, dann kommt noch der Highlighter drauf, dann noch der Blush. So dieses Ganze, was auf dieser Haut passiert, finde ich, ist kein schöner Look für mich persönlich, mein Geschmack. Deswegen mag ich lieber Bronzer, die wirklich kleinere Abstufungen haben, weniger sichtbarer sind, aber ja, ne? So, na und jetzt, was Sebastian aufgefallen ist, der Lidschatten löst sich auf. So, voll krass. Eigentlich habe ich dieses Problem nie. Also egal, wie günstig oder teuer Lidschatten sind. Bei mir hält Lidschatten immer. Aber ich denke, das liegt nicht an den Lidschatten, sondern das liegt an dem Lidschattenprimer. Also Lidschattenprimer ist unfassbar wichtig. Egal, wie teuer, günstig eure Lidschatten sein mögen, wenn der Primer schlecht ist, dann werdet ihr solche Probleme haben. Yes. Und der hat für meine Haut, also für meinen Lid jetzt zum Beispiel nicht funktioniert. Und deswegen passiert das. Und wir sind mit dem Video noch nicht mal durch. Also das ist jetzt nicht mal eine Stunde her. Ich habe noch mir etwas bestellt. Und zwar von La Mer. The Soft Moisture Powder Foundation mit einem Lichtschutzfaktor 30. Also Puder Foundation sind gerade wieder total angesagt. Ich mag Puder Foundation auf meiner trockenen Haut nicht so gerne. Aber ich sette gerne meine flüssige Foundation, dass ich das leicht mit Puder sette und dann
nochmal on top mit einer Puder Foundation drüber gehe, wenn ich so einen richtig flawless Effekt haben möchte. Dann nehme ich zum Beispiel gerne das von Make Up For Ever. Das ist richtig, richtig gut. Gibt nochmal Deckkraft. Also die Haut sieht einfach nochmal krass ebenmäßig aus. Und ich dachte, ja, ich probiere das von La Mer, weil ich mag die Produkte von La Mer sehr gerne, wie ihr wisst. Und ich habe mir schon lange nichts mehr von denen geholt. Also die Foundation sieht so aus. Ich hoffe, dass die Farbe passt. Das ist 02 Eco. Und ich dachte, ja, warum nicht? Also ich habe hier schon Puder drauf. Aber ich gehe jetzt nochmal ganz leicht on top mit dieser Puder Foundation. Ey Leute, es gibt nichts Geileres als Foundation. Und das Ganze nochmal mit einer Puder Foundation setten. Das macht so ein krasses Ergebnis. Ich liebe es. Wow. Krass. Das ist richtig nice. Zum einen ist es wie Butter und wie smooth. Wow, oh, das fühlt sich wirklich an wie Silikon. Das geht so glatt über meine Haut. Ich habe hier noch diesen Concealer drauf und jetzt ist es so, oh, wie Butter. Hammer. Sehr irre. Ich bin wirklich richtig gerade begeistert von dieser Puder Foundation von La Mer. Es hat so einen tollen Effekt gemacht. Es hat zum einen meine, ich hatte euch gerade gesagt, dass ich finde, dass die Huda Beauty Foundation meine Poren sogar betont. Und die Puder Foundation hat es jetzt komplett weggenommen. Und ich habe so wenig Produkt genommen, habe das sogar noch abgeklopft. Einfach nur für so einen Hauch. Toll. Okay, Blush. Da habe ich einmal von Sisley den Le Fute Blush in der Farbe 05 Rosewood. Also das ist einmal das Packaging und das ist der Blush. Der sieht super süß aus. Ist ja schon so rosig, so ein bisschen kräftiger noch. Ich bin mal gespannt. Ich hatte noch nie einen Sisley Blush. Das packe ich mal auf die Seite. Das ist auch nicht matt. Das hat auf jeden Fall ein Satin Finish. Okay, okay, okay. Also ich habe sehr wenig Produkt genommen, aber ihr habt schon eine schöne Farbabgabe. Aber ich finde es schön, dass es eigentlich so erschlägt. Jetzt sogar nochmal hier mit einem Schwamm drüber. Ist auch eine schöne Farbe. Also das ist wie, ich habe ja gerötete Wangen. Das nur noch ein bisschen intensiver, würde ich sagen. Ist ein schöner Blush. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hat seinen Job gemacht. Also ich bin jetzt aber auch nicht so, wow, mein Gott. Also ja, hat seinen Job gemacht. Kann man nichts Schlechtes sagen. There you go. Dann habe ich einen anderen Blush, den ich gerne ausprobieren möchte. Und zwar ist es von e.l.f. der Putty Blush. Das ist ja wie so ein Balm. Ihr seht, sehr, sehr frisch. Sowas eignet sich immer toll, finde ich, wenn man so Alltagslook schminkt, so eine BB-Cream, sowas Softes, so eine Frische haben möchte. Da greife ich gerne zu Cream Blush oder sowas Balmiges, Mousse Blush, da gibt es ja so viel. Und für so eine Produkte nehme ich gerne so ein Synthetic Duo Fiber Brush. Gehe in das Produkt rein, arbeite das so ein bisschen auf meinem Handrücken ab. So, und dann mal gucken, ich trage zwar schon Puder, das ist immer nicht so gut. Kann aber funktionieren, kommt immer auf das Produkt an. Ja. Ich kann das so schön leicht aufbauen. Ich habe so eine leichte Farbabgabe. Ich bin jetzt nochmal mit dem Schwamm so rein. Das ist eine tolle Farbe. Wie heißt denn das? Turks and K. Turks and Caicos. Also das gefällt mir richtig gut, einfach weil das so schön soft ist. Ja. Total tolle Farbe. Guck mal, wie schön. Das gefällt mir richtig gut. Mag ich gerne. Bin mal gespannt, wie das nochmal so mit leichten Produkten ist und wenn ich nicht Puder drunter trage. Also es trägt sich ein bisschen ab, aber das liegt einfach daran, dass ich schon Puder drauf habe. Also ich will dem Produkt nichts Unrechtes tun. Deswegen hat mir gut gefallen, aber es wird definitiv besser funktionieren, wenn die Base einfach noch fresh ist, ohne Powder. Love it, jetzt gerade für so Frühling und so. Okay, ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Augen-Make-up. Ich wollte hier unten was Lilanes auftragen. Also das ist jetzt zum Beispiel von Tush. Das hier, also ihr könnt sehen, die Effekte sind sehr metallisch und sehr, sehr krass. Es hat auch so eine schwarze Base. Das ist mir jetzt zu krass dafür, was ich möchte. Deswegen nehme ich jetzt hier nochmal den von Laura Mercier in der Farbe Violet. Und das packe ich mir hier unten hin. Das ist übrigens die Farbe. Die ist okay. Haut mich jetzt aber auch nicht um. Also solo wäre es mir zu langweilig, aber als Lidschattenbase halt voll gut. Das ist nämlich auch das, was ich machen möchte. Blende ich das mal aus. Und hat auf jeden Fall Zeit, diesen cremigen Lidschatten auszublenden. Dann wird der auch so ein bisschen soft. So wäre es jetzt zum Beispiel ausgeblendet. Und dann nehme ich jetzt auf jeden Fall nochmal diese Pumpkin Spice Palette, weil hier sind so schöne lila Töne drin. Und ich denke, dass ich in diesen Ton hier gehe. Und das ist PSL and Chill. Oh, das ist ein schönes Lila. Total knuffig. Nehmen wir mal von diesem Tuschkasten hier dieses Rosé. Dann nehme ich so einen etwas fluffigeren so einen Pencil Brush und blende das erstmal so ein bisschen in diesen Pinsel rein, damit ich nicht zu viel Produkt habe. Dann gebe ich mir das hier so hin.
Okay, wenn man es ausblendet, dann bleibt die Farbe da. Also das ist so, das trocknet auch so instant. Du hast nicht so viel Zeit, jetzt mit dem Produkt zu spielen. Theoretisch müsstest du jetzt so rein. Und das, was auf dem Pinsel ist, müsstest du dann ganz vorsichtig so reinblenden. Also wenn man es halt alltagstauglich machen will, ansonsten ist es halt wirklich pur Pigment. Ich finde es jetzt für den Alltag nicht so praktisch. Ja, für so einen soften Effekt ist es okay, aber dafür könnte ich auch einen Lidschatten nehmen. Ich glaube, das eignet sich wirklich für Leute, die ja so Make-up-Artists sind, für krasse Shoots, für künstlerische Sachen, für Musikvideos, für den Alltag, klar. Also wenn man so richtig haben will, dann definitiv. Ich sehe mich selber jetzt nicht so, dass ich das so benutze. So, und on top ist hier so ein richtig schöner metallischer rosaner Lidschatten. Den nehme ich jetzt auch mit dem gleichen Pinsel auf, der jetzt noch ein bisschen feucht ist von dieser Creme. Das gebe ich mir jetzt so on top. Also die metallischen Töne, die sind ein bisschen härter. Auch dieses Lila. So mit dem Pinsel ist ein bisschen schwierig. Könnt ihr sehen, also ich habe richtig aufgedrückt. Aber ich glaube, so nass aufnehmen, dann ansprühen und dann aufs Lid. Pow. Oder halt richtig mit dem Finger aufbauen. Aber die sind halt, wie gesagt, ein bisschen härter. Es gibt ja auch weichere metallische Töne. Also wenn man hier reingeht, das ist schon so. Muss es erstmal abnehmen, das Produkt. Auch ein schöner Ton. So Grün-Gold. Auf jeden Fall eine richtig schöne Lidschattenpalette. Also ich habe jetzt weniger Farben genommen, aber das, was ich benutzt habe, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Dann hat Ardell einen Liner rausgebracht. Also dieser Duo-Kleber. Dieser Duo-Kleber ist ein Kleber und ein Liner. Also das heißt, man zieht sich damit einen Lidstrich und packt dann auch die Lashes rauf. Was voll cool ist. Und dazu ist Ardell jetzt mit so 8D-Wimpern rausgekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber wie viel Abstufung da ist, so richtig fluffig und flauschig. Die trage ich übrigens in meinem Video von Donnerstag, dieses Fragen- und Antwort-Video. Da könnt ihr euch die auch nochmal anschauen. Ich mag Duo-Kleber nicht so gerne. Also ich finde, zum einen riechen die extrem fischig. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Mein allerliebster Wimpernkleber ist der von Velour Lashes. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich versaue mir jetzt das alles nicht hier. Mein Lidschatten macht sich komplett selbstständig. Ich nehme jetzt die Ardell Lashes in 952 und gebe jetzt trotzdem noch mal ein bisschen Kleber dahin. Ich merke, der Liner ist auf jeden Fall klebrig. Ja, jetzt hätte ich so Wimpernkleber drauf, klar. Ich mag meinen Lidstrich nicht. Hätte ich besser machen können. Oh. Während mein Kleber ein bisschen trocknet, nehme ich jetzt erstmal diesen neue Mascara von Benefit. Und zwar der Real Magnet. Also die sollen halt so super krasse Wimpern machen. Die ist jetzt natürlich nicht wasserfest, aber ich dachte, ich probiere es trotzdem aus. In der Bürste ist ein Magnet drin. Also soll es dann so hoch pushen. Das ist übrigens eine Gummibürste. Ist ein bisschen flüssiger, die Mascara. Das ist interessant. Also bei der nicht wasserfesten Mascara wären meine Wimpern jetzt eigentlich runtergegangen. Die sind ein bisschen runtergegangen, aber nicht so krass wie sonst. Okay. Aber jetzt so langsam. Ah, okay. Ich finde die 8D-Wimpern zu kleben ein bisschen schwieriger, weil die so fett sind. Das Bändchen ist halt auf jeden Fall da. Die legen sich nicht so schön um meine Augen wie andere Wimpern. Naja, guck mal, jetzt gehen sie runter. Die sagen so, bye! Also ich glaube, für jemanden, der so richtig geschwungene Wimpern hat, der wird sagen so, yes! Für jemanden, der Markisen als Wimpern hat, denkt sich so, no way. Nee. Die Wimpern sind ein krasser Struggle. Also hier hat sie es schon wieder komplett verabschiedet. Und ja, nee, die machen nicht so viel für mich. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen Liner und chop das hier gerade mal. Weil wenn ich mit dem Kleber jetzt nochmal drüber gehe, dann wird das mir hier verkleben. Aber guck mal, was ist denn hier passiert? Aber ey, die Wimpern sind so widerspenstig, die springen gerade von hier und da ab. Irgendwie hat es gestern, also wird dem Video von Donnerstag besser geklappt. Ich nehme jetzt meinen Velour-Kleber mal. So, dieser Lash Glue Liner hat mich nicht so überzeugt. Und die Wimpern sind extrem widerspenstig bei meiner Augenform. Meine Augenform ist ein bisschen schwierig, weil die ist zwar so mandelförmig, die ist aber auch gleichzeitig rund. Also dies hier geht mein Auge so, also so wölbig, so. Wisst ihr, wie ich meine? Aber hier ist es dann wieder so mandelförmig und deswegen
kann es bei so widerspenstigen, dicken Lashes oft dazu kommen, dass ich die nicht so gut aufgeklebt bekomme. Das muss ich dann immer kaschieren, indem ich so einen richtig fetten Liner und so trage. Und eigentlich wollte ich zu dem Look was Softeres. Und ich müsste hier jetzt noch korrigieren, aber das würde den Rahmen sprengen. Also ich weiß, das sieht jetzt hier total bekloppt aus. Also ich müsste hier noch anpassen, da noch anpassen. Aber ne, nur, dass ich es mal gehört habe, nicht, dass ihr denkt so, okay, was passiert bei Hattie gerade? Das sieht alles total schlimm aus. I know. Ich mache jetzt einfach mit den Lippen weiter. Also wenn ihr so richtig dicke Lashes mögt und auch damit gut arbeiten könnt, dass es für eure Augen funktioniert, dann sind die schon ziemlich cool eigentlich. Natürlich haben einen krasseren Effekt. Aber dieser Lash Glue und Liner, den mag ich nicht. Der funktioniert für mich nicht. Und ich kriege hier gerade den übelsten Juckreiz. What's happening? Okay, Lippenprodukte, da habe ich einiges. Also einmal aus dieser Pumpkin Spice Reihe gab es diesen Liquid Lipstick und ich liebe die von Too Faced. Das hat so eine tolle Farbe. Den habe ich sogar schon mal auf dem Foto getragen. Das ist zwar ein bisschen bearbeitet so, ne? Aber das ist die Farbe. Total cool, ne? Und dann habe ich noch von Dior das kam zu Valentinstag raus. So richtig schön roter Lippenstift. Hier in so einem schönen matten Nude. Oh, nämlich sowas. Dazu auch die passenden Lip Liner. Oder von NARS gibt es die Claudette Kollektion. Das ist die Mutter von dem NARS. Oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Großartig. Was ist das für eine schöne Farbe? Wie meine Lippen, nur ein bisschen. Und was jetzt ganz neu ist, ist auch von NARS. Soft Matte Tinted Lip Balm. Das klingt doch ziemlich interessant. Das sind die hier. Das ist nochmal eine andere Farbe. Die sind ein bisschen fleckiger. Wahrscheinlich so dieses Lip Balmige, dann hast du die Farbe nicht. So Ding, das tragen wir mal kurz ab. Also für einen Lip Balm, für so einen Matte Lip Balm, sehr pigmentiert. Ja, matt. Ja, vielleicht nicht ganz so shiny wie so ein normaler Lippenstift, aber auch nicht matt, nur um das mal kurz klarzustellen. Also ist ja auch soft matt, aber ne, klar, nur dass ihr das mal gesehen und gehört habt. Ich nehme jetzt den Lip Liner von Dior in der Farbe 100 Nude Look. Die Lip Liner von Dior sind richtig gut. Ich habe letztens den roten benutzt aus dieser Valentinsreihe. Oh, der war schon richtig krass. Kommt übrigens auch mit so einem Pinsel, kann man es direkt ausblenden. Und dann nehme ich hier diesen Claudette in der Farbe. Anais. Also bei diesem matten Lippenstift von NARS, da muss man auf jeden Fall gut gepflegte Lippen haben. Das ist schon ein bisschen so fleckig und legt sich gut in die Falten rein, obwohl ich Eucerin und Aquaphor drauf hatte. Also ich glaube, bei noch dunklen Farben würde das richtig krass rauskommen. Aber ich liebe diesen Look. Der ist so cool, soft Sommer irgendwie. Body Lashes, dieser Liner, das bringt mich gerade um. So, dann habe ich noch ein Spray und zwar von Benefit. The Porefessional Super Setter. Die Porefessional Reihe ist super flirt mit geweiteten Poren, sichtbaren Poren. Das ist ein Porenauffüller letztendlich. Ist für meine Haut nicht so geeignet. Deswegen haben die Produkte für mich nie funktioniert. Aber als ich das Spray gesehen habe, dachte ich mir so, boah, cool. Helps lock-on Make-up, softens the look of pores, feels weightless. Okay, man soll es auf jeden Fall schütteln. Boah, wie fein dieser Mist ist. Das ist ja Wahnsinn. Ich gehe mal noch gerne mit einem Schwamm über meine Haut, wenn ich ein Spray auftrage, aber so ganz leicht. Also eigentlich berührt der Schwamm kaum meine Haut. Es gibt nochmal so ein frisches Gefühl. So eine Frische in die Haut, auf die Haut. Okay. Ich hätte gedacht, es ist vielleicht mattierender. So diese Professional-Reihe. Was macht es eher so glowy, ne? Also ich merke jetzt so keinen anderen Effekt auf meiner Haut, außer dass ich eben jetzt sehr dewy aussehe, so sehr glänzend, ne? Das ist mein Hot New Make-up. Produkte waren auf jeden Fall mega spannend. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also was für mich jetzt, also eigentlich hat für mich das meiste sehr gut funktioniert. Der Bronzer ist für mich zu dunkel, aber an sich ein schöner Bronzer. Die Huda Beauty Foundation, die Veränderung finde ich klasse, aber für mich ist die Formulierung für meine Haut nicht geeignet, deswegen werde ich das nicht weiter benutzen. Was jetzt echt ein bisschen shitty ist, ist auf jeden Fall dieser Lidschatten Primer von e.l.f. Der hat nicht gut funktioniert, also bei meinem Lid. Ja, dieses Tusch-Ding hier von Love finde ich eine coole Sache, aber
ich sehe mich jetzt im Alltag nicht, dass ich das benutze, weil es halt einfach so krass metallisch ist und also so extrem halt einfach. Aber ich finde hier zum Beispiel diese Laura Mercier Stifte total cool. Wie gesagt, ich habe die ja auch noch in anderen Farben, die benutze ich sehr, sehr gerne. Ja, diese 8D Lashes, die sind halt schon echt ziemlich krass, ja. Also ich nehme das mal ab, weil also das Bändchen ist schon krass dick. Das war bei meinem Auge jetzt ein bisschen widerspenstiger und der Kleber funktioniert für mich nicht so gut. Also ich finde den von Velour zum Beispiel besser. Und hier muss ich mal schauen, wie ich das... Also ich könnte damit auf jeden Fall arbeiten. Ich müsste meinen Lidstrich einfach dicker machen, damit es nicht so auffällt, dass es nicht so sauber geklebt ist. Weil so eine Lashes, wie gesagt, hatte ich ja immer erklärt, ist ein bisschen schwierig bei mir. Ansonsten, was gab es noch? Ja, dieses Dior Puder, das Light, hole ich mir auf jeden Fall in einer hellen Farbe, wenn sie das haben. Das checke ich gleich mal auf der Seite. Die Mascara ist cool, aber nicht für Leute mit Lashes, die sowieso runtergehen. Also die Wimpernzange, trotz Wimpernzange hat es das nicht gehalten. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier drüben weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.